Und damit herzlich willkommen zurück zum Finale der Ketzer-Kampagne. Also das Quasi-Finale. Also wir werden auf jeden Fall in dieser Aufnahme mit mindestens einer Fraktion von beiden das Ende bestreiten. Und wie gesagt, ich denke, wir fangen mit den Orks an. Deshalb den Feind nahe halten. Die imperiale Armee hat um den Titanen einen mächtigen Psy-Schild errichtet, damit keiner ihn während der Reparatur erreichen kann. Das Verlangen und die Verzweiflung von Chaos-General Qual, den Titanen zu besitzen, wächst immer mehr. Er befiehlt seinen Streitkräften, die Kriegsmaschine zu erobern, während Gorgas das Schlachtfeld auf der Suche nach Kampf, Blut und Schädel für seine Sammlung betritt. Aber durch die unerwartete Einmischung der Elder wird allen klar, dass der Titan nur dem Sieger des Krieges gehören kann, während die Verlierer nur auf einen schnellen Tod hoffen können. Und ja, was ich meinen wollte, hier entscheidet sich, ob wir mit Orks oder Chaos weiterspielen, so ähnlich wie es auch bei den Imperialen und den Elder war. Hier sehen wir auch Gorgas und Qual mit jeweils den Armeen im Rücken. Gorgas, was soll das? Zeit, einige Elder-Schädel zu besorgen. Hab gehört, dass ihre Runenprophetin einen schönen Schädel hat. Bleib nur vom Titanen weg, Ork. Wenn du versuchst, ihn mir zu rauben, werde ich dir deine Gliedmaßen herausreißen. Du machst dir zu viel Sorgen wegen diesem Titanen-Qual. Mach dich blind. Vielleicht sollte ich ihn für dich zerstören, damit du dich wieder auf wichtigere Dinge konzentrierst. Wie gewinnen. Nichts ist wichtiger als der Titan. Geh einen weiteren Schritt auf ihn zu und ich versenke meine Daumen in deine Augenhöhlen. Die Imperials Boys haben dich gut gemoscht. Du bist schwach. Der neue Boss, Qual, bin ich. Mein War ist unaufhaltsam. Und was hast du? Nichts. Ich habe genug Männer, um das Kontrolltor einzunehmen. Und wer das Tor kontrolliert, kontrolliert den Verlauf dieser Schlacht. Okay, yes. Alles klar, nun. Und wir sehen, wir sind miteinander befeindet, nicht? Und da haben wir es, wieder den Land Raider der Ultramarines. Der darf übrigens das Tor nicht erreichen, sonst haben wir verloren, egal mit welcher Seite. Hier, und ihr seht, es ist alles genau, wie man es kennt. Hier ist die Chaos-Basis, könnt ihr euch erinnern? Hier war die Chaos-Basis auch, als wir hier mit den Imperialen gestartet haben. Hier ist die Ork-Basis, die war, denke ich mal, auch an diesem Ort. Und das sind die Elder hier. Jeder macht jetzt wieder genau das Gleiche, was er sonst getan hat. Nur, dass wir diesmal auf der anderen Seite stehen. Und wir machen lieber mit Gorgas. Wie gesagt, mit dem fangen wir mal an. Und das Lustige ist ja, dass die miteinander befeindet sind alle. Oh Gott, und wir haben gleich mal die Elder als Feinde. Unser Ziel ist, glaube ich, wahrscheinlich nur... Oder, was ist unser Ziel? Gucken wir einfach mal, Seitenwechsel, bla bla bla. Blutlegion des Korn. Die armselige imperiale Armee hat ein Psy-Schild um ihren Titanen errichtet. Als ob uns das aufhalten könnte. Wir müssen ihn durchbrechen. Der Titan befindet sich bald unter unserer Kontrolle. Unsere Kontrolle. Wenn unsere Truppe nicht fliehen, werden wir gewinnen. Das Kontrollgebäude einnehmen. Wir müssen das Kontrollgebäude einnehmen, um durch das Psy-Schild zu gelangen. Okay, wir sollen als Chaos sollen wir den Konvoi zerstören und das Kontrollgebäude einnehmen. Das gleiche in etwa, was wir mit den Imperialen machen mussten. Das heißt, hier dieses Kontrollding einnehmen. Gut, das Ding nicht eskortieren, sondern zerstören, aber es ist ähnlich wie bei den Imperialen. Ihr müsst den Konvoi mit der Titanko erreichen und ihn zerstören. Gorgas Clan. Den Titan erreichen. Ja. Wir müssen den Titan zuerst erreichen. Nur so werden hundertprozentig alle guten Schädel auf dieser Eiskugel bekommen. Nur so werde ich irgendwie überlesen. Die Elder-Basis zerstören. Erbärmliche Elder wollen vor uns wegrennen. Hinterher!
Ach, lustig. Also diese Basis da unten. Runenprophet in Tal'dir töten. Dieser Runenprophet macht sich gut im Kampf. Aber ihr Schädel wird sich noch besser auf meiner Trophäenstange machen. Das Kontrollgebäude zerstören. Um in das Innere. Um in das Innere dieses großen glänzenden Dings zu gelangen, müssen wir durch das Tor. Nun, wir sollten besser das Ding in die Luft sprengen, dass es kontrolliert. Ah, die Dinger, wie es die Elder auch gemacht haben. Alles klar. Wunderbar. Wir werden angegriffen! Dann würde ich sagen, brauchen wir mal ein paar Grotz. Im Maul halten. Bossmob. Bossmob zum. Nee, kommt, nehmen wir hier die Ballerboys, die nehmen wir hier ein. So. Da oben ist noch ein Punkt. Die müssen wir alle haben. Beste wäre eigentlich schon fast so weit zu gehen, dass wir einfach mal das Chaos mit allem, was sie so an Truppen haben, einfach mal grob in eine Richtung schicken. Ja, ganz ehrlich, den Orks ist es tatsächlich egal, ob der Konvoi zerstört wird oder nicht. Ziemlich lustig. Soll bedeuten, wenn wir mit Orks... Oder? Ich glaube, wir haben mit den Orks doch nicht verloren, wenn der Land Raider die Position erreicht. Nehme ich mal an. Das Lustige ist, dass der jetzt viel langsamer ist. Man muss ihn ja schließlich rechtzeitig zerstören können. Wir haben ja nicht endlos spawnende Wellen von Riesenarmeen, wie die Gegner es damals hatten. Ich brauche jetzt mal kurz, bitte. Och, was? Das ist ja gemein. Wir haben nicht genug Ork-Ressourcen, um die... Oder? Ah doch, jetzt geht's doch. Sehr schön. So, wir brauchen auf jeden Fall mehr Ork-Ressourcen. Das heißt, Warbanner. Ach du Scheiße, wir haben so wenig Ressourcen. Ich glaube, Gorgas ist sehr, sehr aggressiv, was das hier angeht. Also heißt das, angreifen, zerstören, glücklich sein. So, ihr geht mal zurück. Muss auch so gehen. Schwarze Kain, das ist nicht gerade nett. Mit denen sollte man nicht frühstücken. So, ihr geht schön rein und macht hier einfach alles platt. Dann wird im Notfall noch der War angeworfen, dann ist alles gut. Okay, hier ist auch eingenommen. Jetzt müssen wir halt wirklich auf ein bisschen Energie warten. Wie gesagt, ich weiß es gerade nicht, was schwerer war, Chaos oder Orks, aber ich habe Chaos schwer in Erinnerung. Vor allem wegen dem Zeitlimit, das Ding hier zu zerstören. Mech-Schuppen-Wummlager. War. Wir brauchen erstmal War-Banners. Obwohl, jetzt geht's mittlerweile mit den Ressourcen. Was unter anderem auch daran liegt. Im Übrigen ist es ziemlich lustig, dass es immer zwei sind. Vor allem die Nase, guckt euch mal das Verhältnis an. Der Körper ist so klein und so eine Mega-Nase im Gesicht. So ein riesen Rüssel. Aber gut. Was haben wir eigentlich? Wir haben Mech-Shoppen, wir haben eine Boys-Baracke. Wir haben aber kein Wummlager. Gut, dann machen wir lieber erstmal die Horchposten, dass das alles schneller reinkommt. Haben wir ansonsten irgendwo... Zack. Läuft eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Kommt halt hier eigentlich erst, sobald wir alles zerstört haben. Wie die Bosse sich durchschnetzeln. Die sind so übel eigentlich, ey. Okay. Fertig, wunderbar. Hier oben bitte noch. Das Ding ist noch eine Weile da. Ich finde es irgendwie schade. Das wäre eigentlich cool, wenn die andere Basis selbst ein bisschen was machen würde, zumindest der andere. Dass es wirklich so eine Art Wettstreit wäre. Besser gesagt, man müsste sich am Anfang der Mission einfach entscheiden, mit wem man macht, und der andere macht dann einfach weiter. Ohne diesen Seitenwechsel. Aber das ist natürlich auch eine nette Idee mit dem Seitenwechsel. Und wie gesagt, mein größtes Problem damals, als ich das erste Mal durchgespielt habe. Ach, wir haben ja doch ein Wummlager. Ist einfach, dass ich versucht habe, mit beiden zu spielen. Irgendwie habe ich den Seitenwechsel immer gemacht. Dabei ist das eigentlich nur da, dass man sich spezialisiert auf irgendwas. Aber ich habe das damals irgendwie ein bisschen falsch verstanden. Und habe einfach irgendwie mit beiden gleichzeitig gespielt. Und deswegen war die Mission unglaublich schwer. So, das Ding haben wir. Tal'dir. Ach, Tal'dir ist wahrscheinlich dort. Alles klar. Haben wahrscheinlich ihre Basis mal wieder verlegt. Die feinen Damen. Komm, wir ballern mal das Ding hier nieder. Ist das schon ein bewaffneter Spielschrein? Das macht nämlich einen echten Unterschied, ob ich sie da schnell einnehmen kann oder nicht.
Mega-Horchposten. Ja, ist schon bewaffnet. Alles klar. So, geht mal mit hin. Oh nö, ein Phantomlord. Tolle Sauerei. Ist halt die Frage, ob wir den Phantomlord so überhaupt verletzt kriegen. Ja, geht. Geht eigentlich. So, hier. Wir müssen jetzt wirklich gucken, dass wir gute Ressourcen reinbekommen, weil größte Problem bei den Orks hier beim Start, ich sehe es jetzt echt, das ist wirklich, wir haben fast keine Ressourcen. Das ist übel. Wir können mal das Panzerbike nehmen, um das hier zu zerstören. Zu stark? Hallo? Autsch. Geht mal zurück. Und Gorgas wird es schon machen, irgendwie. Hoffe ich. Obwohl Gorgas echte Probleme hat gegen den Phantomlord, wie es aussieht. Na gut, aber da kommt er wieder, oder? Ich hoffe. Ja, ich glaube, er schafft's. Schade, keine spezielle Todesanimation. So. Das Lustige ist, dass die selbst die Standard-Horchposten schon eine kleine Bewaffnung haben. So, das haben wir auch. Und das wird jetzt auch noch eingenommen. Dann kriegen wir langsam echt mal respektable Ressourcen rein. Ja? Wir werden vorgehen. Da hinten ist noch mehr. Was brauchen wir denn, um den Boss-Mobs aufzurüsten? Nicht wenig. Und dann gibt es noch einen Boss für die Bosse. Ein Boss für den Boss. Ein Hugo für den Boss. Panzerbike. Wir können Killerbots machen. Wir können auch einen Squeak of Fun machen. Klasse. Wir wollen dann auf jeden Fall noch das Wurmlager haben. Jetzt müssen wir halt wirklich mal gucken, dass das alles funktioniert. Wir brauchen dann auf jeden Fall noch einen Generator. Ein Generator. Ja komm, machen wir jetzt mal noch ein bisschen Generatoren. Ist es das? Oh, wir haben sogar zwei Panzerbikes gehabt am Anfang. Stimmt, wir hätten eigentlich auch mal das Panzerbike runterschicken können gegen den Phantomlord. Aber solche Ideen kommen mir natürlich, wie gewohnt, erst wenn es zu spät ist. Also alles beim Alten. Wie schön ruhig die hier durchdüsen können. Land Raider denkt sich auch wieder, oh Mann, kotzt mich das an, hier rumfahren zu müssen. Ich stelle mir das immer vor, wie der Bron Mantwaiter wegen seiner eigenen Maschinengeist-Persönlichkeit einfach immer rummotzt. Immer schlecht gelaunt, der Land Raider. Ständig muss ich diese scheiß Crew da gegenfahren. Ich hätte nicht selbst laufen können, ey. So, dann wollen wir mal langsam die Bosse ein bisschen aufwerten. Obwohl, Truppenkonzentration, ja, ich bin halt überlegen, wollen wir das machen, Truppenerweiterung? Jawohl, brauchen wir eigentlich auch. Was können wir denn hier gerade mal machen? Auf jeden Fall stärker, das machen wir auch schon mal. Härtere Bosse, das ist auch wichtig. So, jetzt kommt langsam mehr und mehr rein. Jetzt die Mega-Horchposten zu machen, wäre natürlich auch eine Idee. Er schafft einen größeren, eindrucksvolleren Horchposten. Wie bei Orks alles immer Eindruck haben muss. Alles muss immer groß sein und dick und laut. Oh, größer ist besser. Genau diese Mentalität. So, stärker haben wir jetzt soweit. Das heißt, wir machen jetzt auf jeden Fall noch die härteren Bosse. Auf jeden Fall wichtig. Und das erhöht auch ebenfalls noch die Rüstung von allen. Das machen wir ebenfalls. Und dann können wir langsam mal... Oh, shit. Dann können wir langsam mal oh, shit sagen. Das ist wichtig. So, jetzt wird mal langsam noch ein bisschen aufgewertet wieder. So, macht mal nieder.
der schwachbrüstigen Elder. Müssen wir dahinter vorstoßen, wenn wir das haben. Ah, jetzt kommen wir gleich zu dem Ort, der uns sehr, sehr in Erinnerung kleben bleibt. Und, das war doch das Ding... Ist es das hier sogar schon? Hä? Irgendwie ist das jetzt gerade ein bisschen anders. Ihr könnt euch doch noch an das eine Ding erinnern, wo wir da oben festgesessen sind, ewig lang. Irgendwie ist das jetzt ein bisschen anders hier. Oder? Guckt mir fast so vor.